Das ISO C4-Projekt in Burghausen. 51 Monate Projektzeit, 250 Mitarbeiter in Spitze und 64 Millionen Euro Investment. Es war nämlich genau der 15. Oktober. Um 17.20 Uhr ist das Isoprotein hier in dem Tank das erste Mal reingefahren worden. Die ISO C4-Anlage holt ein bestimmtes Molekül, Isoprotein, aus einem Gemisch von Molekülen in der Gestalt heraus, dass es eine sehr hohe Reinheit an Isoprotein-Molekülen in dem Produkt gibt. Das heißt, möglichst wenig andere Moleküle dort vertreten sind. Das Projekt hat im Gesamten über 4,5 Jahre gedauert. Und ein gutes Stück dieser Zeit wurde tatsächlich für die Ideen, für die Prozessentwicklung verwendet, eben um einfach hier die bestmögliche Lösung anbieten zu können. Wir haben uns die Märkte angeschaut, mit welchen Produkten kann man in die Märkte reingehen. Wir haben uns angeschaut, welche Verfahren sind das. Ja, und so kamen wir zum Schluss auf dieses hochreine Isoprotein, was wir dann später auch entwickelt haben als Verfahren. BASF hat damals die entsprechenden, ich sage jetzt mal, überzeugenden Argumente geliefert, um hier diesen technologischen Teil auch an die BASF vergeben zu können und die Allianz aufbauen zu können. Die Effizienz der Anlage ist einmal die Energieeffizienz. Wir haben also durch diese Wärmekopplung mit einer bestehenden Kolonne also praktisch keinen Dampfbedarf. Die Anlage läuft fast von alleine ohne großen zusätzlichen Energiebedarf. Das war sicher ein sehr gutes Argument auch dem Kunden gegenüber, vor allem im Hinblick auf die Zukunft, dass er ISO C4 verwenden wird, dass er einen CO2-Footprint hat, der niedriger ist, und zwar signifikant niedriger ist als herkömmlich produziertes ISO C4. Die Innovation besteht darin, einen Prozessschritt, der bisher in einem Apparat mit zwei Funktionen kombiniert abgelaufen ist, dass wir diese zwei Prozessschritte voneinander trennen. Was der Kunde sehr schätzt, ist der technische Support, den er von uns bekommt. Bedeutet, dass wir unser Produkt in Zusammenarbeit mit dem Kunden abstimmen auf seine Bedürfnisse, um seine Anlagenverfügbarkeit und seine Prozesse optimal zu gestalten. Ja, die Anlage hat also die Reinheitsanforderungen, die gestellt wurden, deutlich überschritten. Sie sind also deutlich sauberer noch und hoffen uns doch damit noch weitere Chancen im Markt, auch bei anderen Kunden. Das macht mich schon stolz, dass man dann sagt, okay, man hat eine gute Planung gemacht, man hat eine gute Ausführung gemacht und das funktioniert dann auch hinterher. Das ISO C4-Projekt der OMV.